Auf den ersten Blick fährt Udo Kessler ein richtiges Retro-Auto. Wenn man aber genauer hinhört, hört man fast nichts. Dieser 30 Jahre alte Volvo ist nämlich ein Elektroauto. Ich war schon immer Volvo-Fan und habe mir vor ca. 10 Jahren einen alten Volvo 265 Diesel gekauft. Und den habe ich bearbeitet und einen Teil restauriert und natürlich auch gefahren. Allerdings war es eben ein Diesel und von daher hat er nicht so wirklich mehr in die Zeit gepasst. Die ideale Lösung für Udo Kessler. Vor rund 2 Jahren verkauft er sein Auto und kauft sich davon einen günstigeren Gebrauchtwagen. Mit dem Restbudget möchte er diesen zum E-Auto umbauen. Es gibt nur ein kleines Problem. Er ist weder Kfz-Mechatroniker noch Ingenieur. Deshalb holt er sich im Internet Hilfe von erfahrenen Bastlern und baut unter deren Anleitung E-Motor, Batterien und Co. schließlich selbst ein. Ich hätte den Volvo auch in eine Werkstatt bringen können und sagen, rüstet mir das Fahrzeug um. Dann hätte es natürlich noch mal deutlich mehr Geld gekostet, weil diese Werkstätten natürlich auch ihre Arbeitszeit berechnen müssen. Mit diesen Einsparungen hat der Umbau rund 18.000 Euro gekostet, die sich aber langfristig durch Ersparnisse bei Benzin oder Versicherungen bezahlt machen. Mittlerweile ist sein E-Volvo für Udo Kessler zum täglichen Begleiter geworden. Und wie fährt er sich so? Also das Fahrgefühl ist ein anderes. Schon allein das Geräusch. Also der Motor pfeift wie so ein klassischer Elektromotor, wenn Sie da Gas geben. Dann hören Sie so ein leichtes Pfeifen. Also das ist fast so ein bisschen so wie eine kleine Rakete manchmal. Also das Auto ist keine Rakete, sondern es ist ein sozusagen Alltagsfahrzeug, mit dem ich fast alle meine Mobilitätsbedürfnisse befriedigen kann. Udo Kesslers neuer Alter hat eine Reichweite von rund 130 Kilometern. Und das reicht ihm auch vollkommen aus. Ich fahre damit in der Regel ins Büro, und das sind ca. 15 Kilometer einfach, und wieder zurück. Und wenn ich irgendwelche Einkäufe erledige oder mal zum Sport fahre und ähnliche Dinge, dann mache ich das auch mit dem Auto. Und dabei schont er auch noch die Umwelt. Im Gegensatz zum deutschen Durchschnittsbürger, der pro Jahr einen CO2-Fußabdruck von 11 Tonnen hat, hat Udo Kessler seinen auf etwa 3,5 Tonnen reduziert. Wenn nötig, wird der Wagen in der Garage an einer eigenen E-Ladesäule geladen. Und wenn Sie sich jetzt denken, Mensch super, das möchte ich auch, dann haben Sie Glück. Denn Udo Kessler hat gemeinsam mit den beiden, die ihm bei seinem Projekt geholfen haben, ein Buch dazu veröffentlicht. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die den Umbau auch für Laien möglich machen. Wir haben versucht darzustellen, wie das Klima eben profitiert. Wir haben versucht, eine Entscheidungsunterstützung zu geben. Fragen, die sich jeder stellen sollte, bevor er ein solches Projekt in Angriff nimmt. Wir haben über unsere eigenen Motivationen und unseren Werdegang ein bisschen informiert. Und dann steigen wir eben konkret in diese Umrüstprojektphasen ein. Vielleicht haben ja auch Sie jetzt Lust auf ein E-Auto der Marke Eigenbau bekommen und sagen dann bald Bye-bye, Benziner.